Mein imaginärer Freund, noch vor allem, also ganz am Anfang. Unfassbar. Aber erst einmal geht's jetzt ganz weit zurück. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Ja, draußen alles verschneit. Und eine ganz junge Jody. Hier hängen die Weihnachtssachen. Socken zum Beispiel. Nee, Fernseh gucken. Fernseh gucken muss grad nicht sein. Tja, so schön verschneit draußen. Und Rentiere, Lichterketten, Weihnachtsdeko. Da ist die Welt noch in Ordnung. Sollen wir mal nach oben gehen? Badezimmer. Wow. Wow. Jetzt habe aber auch ich mich gerade erschrocken. Also sie wird erst einmal nur von Angstvorstellungen oder Monstern verfolgt. Ich ahne schon, wohin das läuft. Sie hat Albträume und dann wünscht sie sich eben einen Freund, der ihr hilft. Und der kam dann. Auch wenn sie das vielleicht dann gar nicht mehr wollte. Hey, hier hat sie was gemalt oder wie, oder? Ja, sie zeichnet. Was zeichnet sie denn jetzt? Aiden wahrscheinlich noch nicht, oder? Oder doch? Nein.
Feenblüte. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut, er ist gerade auf der Arbeit. Wow. Er ist ja so hübsch. Wow. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Also doch schon Aiden. Okay, sie hat ihn dann auch hier schon. Ich dachte jetzt vielleicht... Wünscht sie ihn sich den... Also wünscht sie sich Aiden als Hilfe, weil halt... die bösen Monster in ihren Träumen kommen und so weiter. Aber auch hier hat sie den anscheinend schon. Ist schön, die Welt aus Kinderaugen zu entdecken. Also nochmal aus der Sicht von Kinderaugen Jordi, Schätzchen, sehen zu können. Tust du mir einen Gefallen? Was denn? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Eine Flasche Öl aus der Garage? Ja, ich schau mal kurz im Schlafzimmer. Eine Bibel. Tja, man kann also wieder wirklich mit der kompletten Umwelt auch interagieren. Kann mich überall hinsetzen. Kann zum Beispiel auch hier auf dem Schrank sehen, dass da eine Kiste ist. Kann auch in den Schrank reingucken. Und mich da drin verstecken. Und was passiert dann? Ich würde ja mal interessieren, ob die Mutter uns suchen kommt. Wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne mal die Kiste da oben haben. Ah, ich darf schon zu einem wechseln. Na dann hole ich mir eindeutig die Kiste da. Was da wohl drin ist, dürfen wir bestimmt nicht reingucken. Fotos. Das Foto. Es fühlt sich seltsam an. Seltsam? Als würde es vibrieren. Fühlst du das auch? Das Foto fühlt sich seltsam an. Leiten Sie das Echo zu Jodis Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat. Es tut mir so leid. Ich habe alles versucht. Wow. Also entweder gab es bei ihrer Geburt Probleme oder sie hat theoretisch noch ein Geschwisterchen.
Oh. Hallo, Dad? Okay. Was macht der denn da am PC? Ah, der schreibt irgendwas. Ich würde sagen, wir schauen mal unten. Also Aiden kann technische Geräte stören. Und das Feuer neu entfachen. Also auch eine gute Haushaltshilfe. Und die Stühle stapeln. Das macht aber bestimmt der Frau Mutter Angst. Ich würde sagen, wir wechseln mal wieder zurück zu Jody. Und gehen mal runter. Vielleicht können wir ja mit der Mutter auch reden. Jody? Ja? Hast du das Öl geholt? Nee, noch nicht. Mach ich jetzt. Komme! Einen Moment. Garage? Wo muss ich denn da hin? Raus? Jody? Wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Also da dürfen wir nicht raus. Die Garage ist in die Richtung. Na, wir gehen erstmal zur Frau Mutter. Jody, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Essen musst du machen? Dann gehen wir hier raus? Nein, auch nicht. Aber ich muss ja in die Garage. Nicht die Tür hier? Doch, die Tür hier. Schon ein bisschen gruselig hier. Wäre nichts für meine Freundin. Sollen wir vielleicht erstmal mit Aiden gucken? Dass auch alles sicher ist. Okay. Wow. Also der Kopf da ist gruselig. Da ist das Öl. Hört auf damit, das ist der Boiler. Kein Grund zur Sorge. Ich denke mal, das sind ja auch einfach die Ängste, die das Kind hat. Das geschieht vielleicht nicht wirklich, sondern das sind einfach die Ängste, die man auch hat dann in so einem Keller oder in so einer Garage. Hier ist jedenfalls das Öl. Danke, Schätzchen. Kein Problem. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her.
Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Okay. Das ist es auch noch nicht, wie es weitergeht. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Okay. Dann gehe ich draußen spielen. Schatz, nimm den Mantel. Es ist wirklich kalt draußen. Wo ist denn mein Mantel? Wahrscheinlich doch vorne, oder? Hier und die Stiefel nehmen wir wahrscheinlich auch mit. Oh, wie süß. Putzig. Liebenswert, die Kleine. Dann mal raus in den Schnee. Oh, bitte lass mich einen Schneeengel machen. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Tja, unsere Mutter wollte uns wohl irgendwie aus dem Haus haben. Können wir schaukeln gehen? Vielleicht kann Aiden uns ja anschubsen. Schubst du mich an, Aiden? Ja, das mache ich. Na, wer ist denn da draußen? Ein Fiesling. Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Ah, die spielen hier Verstecken. Komm schon, los auf ihn. Hey, ich will mitspielen. Er versteckt sich da hinten. Los, zeig dich, Dummy. Hey, du kriegst mich nicht. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Na, so weit darf ich nicht. Au, au, da ist kalt. Er ist da drüben. Da hinten. Komm schon, los, auf ihn. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Das wirst du bereuen, Fiesling. Ah, ja, komm schon, los, auf ihn. Ich habe einen neuen Bonus freigeschaltet. Was denn für einen? Sollen wir einfach mal mit der Jodie Richtung Straße gehen und den Kindern Hallo sagen? Wir stapfen mal durch den Schnee. Kommt ihr Nasen, alle auf mich! Komm schon, los auf ihn! Hey, das ist fies. Erwischt! Au! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Na gut, dann komm. Ab über den Zaun. Das wirst du bereuen, Fiesling. Du auch mal helfen, Aiden. Ah, wie kann ich dir denn helfen? Ah, siehste? Hey Jodie, willst du mitspielen? Komm mal schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingeseift. Eingeseift werde ich? Friss das! Ich dachte, wir spielen Verstecken.
Er versteckt. Bam! Hab dich. Erwischt. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, lass mich gehen. Nein, nein. Oh. Einseifen ist so gemein, aber haben wir das nicht früher auch alle gemacht? Aiden kommt schon zur Hilfe. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht Jody. Hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Tja, hier doch erwischt worden. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger! Nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Ja, das ist schon schön, weil wirklich man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt in seine Kindheit. Man kann das einfach nachempfinden. Die Angst in dem Keller, beziehungsweise in der Garage. Dass man nicht schlafen konnte, ohne dass die Tür offen war und das Licht an. Ach, es ist einfach schön. Guck mal hier. Ich bring dir dein Pferdchen. Oder ich lasse es durchs Zimmer laufen. Soll ich dir die Lampe anmachen? Anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Okay, eines steht damit schon mal fest. Jody ist nicht die Tochter, sondern nur adoptiert. Tja. Ist nicht einfach. Die arme Kleine. Versucht zu schlafen.
kommen wieder die Monster. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Komm, wir nehmen mal das Kuscheltier. Das Häschen. Oh, ist das süß. Ah. Jetzt ist alles gut, oder, Kleine? Alles gut? Nein, nicht alles gut. Wow. Der Kondensator. Ja, zwischen CIA und der Party. Und ja, Monster gibt es, natürlich. Jody, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erklär's dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tue es. Ich muss sagen, ich finde es ganz toll, dass der Regen wieder so ein entscheidendes Element ist in dem Spiel. Ja, Heavy Rain, ganz klar. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich eigentlich selber am liebsten einfach nur zuschauen würde. Ich will eigentlich gar nicht jetzt so richtig selber steuern, sondern auch selber das wie ein Film sehen. Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann! Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Okay, hier sind alle getötet worden, weil eine Art... Verzeihung, sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Weil so eine Art Portal in die Welt von Aiden geöffnet wurde. Und alle sind gestorben. Los, ich bin bereit. Wirklich? Wir warten noch auf den Befehl. Das ist ein Albtraum. Wir machen keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Nur wieder aufwachen. Wir haben alles verdient. Es wird ein Wo ist das bloß? Wie sehen Sie aus? Wie verheimlich uns etwas? Okay, gehen wir rein. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jody, die
Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Okay, dann lasst uns reingehen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. An dieser Stelle mache ich mal wieder einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch alles Gute, euer Walle. Bye, bye.